So, die Stimme aus dem Hintergrund. Ich habe jetzt die Maschine mit den entsprechenden Profil zum Bohren gefüttert und bohre jetzt ein Loch durch dieses Vierkantmaterial. Mal gucken, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Ansonsten, ja, lebt wohl. Das war ja einfach. Das war viel zu leicht. Das war jetzt Profil 1. Das hatte ich als Bohren vergeben. Ja. Ich stelle ihn mal kurz zur Seite und führe die Schraube in das Loch hinein. Man hat wunderbares Gefühl in den Handschuhen, falls ich es noch nicht erwähnt habe. So, um zu simulieren, wie das jetzt abläuft mit dem Drehmoment in der Bohrstufe und den Unterschied zu zeigen zwischen Bohren und zum Schrauben, werde ich jetzt hier. Also ich habe jetzt das Profil 2 gewählt. Mit dem zweiten Profil können wir jetzt mal sehen, was passiert, wenn ich diese Schraube fixieren möchte. Basti wird mir da zur Hand gehen und diesen wunderbaren Schlüssel als Gegenhalter quasi fungieren lassen, während ich nochmal loseiere und mir eine Nuss besorge. Die nachfolgende Sendung verzögert sich um etwas. So, ich habe hier eine Milwaukee 13 mm Hex mit einem eingebauten Magneten, die ihr natürlich auch bei uns kriegen könnt. Das Schöne ist, ja, wie angegossen. Ja. So, wir schalten auf links um. Führen das Bohrstück. Ja, nee, also nicht. So. Klappe zu, Affe tot. Ich schalte auf den ersten Gang runter, weil wir wissen ja alle, ne, zweiter Gang ist Bohren und erster Gang ist Schrauben. Ja, und ich habe immer gerne verwechselt. Ich habe auch Profil 2 gewählt. Das heißt, normalerweise müsste mir das Gerät jetzt nicht aus der Hand gerissen werden, wenn Basti dagegen geht. Ich halte mal dagegen. Und wie man sieht, der Moment ist erreicht. Und das würde normalerweise passieren. So. Wenn man nicht richtig festhält. Aber wie man sieht, ist das Drehmoment erreicht und die Maschine schaltet folglich ab und blinkt und sagt mir dadurch, Drehmoment ist erreicht, alles ist gut. Und Schraube fest. Schraube ist fest. Und das Ganze ohne den Krach und ohne übermäßig Vibration, wie das bei der anderen Maschine abläuft. Wo wir gerade dabei sind, kann ich euch das auch nochmal schnell demonstrieren. Wir haben da schon mal was vorbereitet. Weil ich habe hier nämlich einen Schrauber, den könnt ihr also ab Montag gebraucht bei uns erwerben. Nein, das ist einfach mal, dass man sieht, was da für ein Unterschied ist. Man hört es ja am Kleckern, Klickern schon, am Knacken. So. Also ich stelle jetzt hier mal auf Stufe 5 ein. Ich habe natürlich vorher nichts Besonderes ausprobiert. Mache dasselbe Spielchen wie eben. Das ist ja total leise. Ja. Und es vibriert überhaupt nicht. Also gerade in Zeiten, wo Arbeitsschutz etc. eine Rolle spielen, sage ich mal, einmal man hört das am Klang und zum Zweiten die Vibration im Handgelenk ist natürlich um einiges niedriger bei dem neuen Gerät, in Anführungsstrichen. Viele werden sich jetzt fragen, naja gut, die neue Technik wird auch horrend viel Geld kosten, aber ich kann euch sagen, es ist kein Preisunterschied von mehr als 20 Euro zu erwarten. Also von daher ist das kein Argument gegen die neue Technik. Genau. Wenn ihr noch was wissen möchtet, dann sprecht uns an. Die App zeigen wir euch in einem weiteren Video und bis dahin, wir nehmen gerne eure Vorbestellungen entgegen. Das Gerät ist lieferbar und
ja, eventuell ist es hier zu kriegen. Es ist, wie gesagt, immer schnell weg. Ja. Ansonsten danken wir fürs Zusehen und schaltet auch ein, wenn es beim nächsten Mal heißt, Eisenvogel führt live vor. Genau. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. Bye, bye.